Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und bist du auch schon in Weihnachtsstimmung? Bei mir geht das Ganze gerade so richtig los. Und passend dazu backe ich heute Weihnachtsplätzchen. Und ich nutze das Ganze als Feinmotoriktraining für meine rechte Hand. Ich wünsche dir viel Spaß! Erstmal kommen alle Zutaten jetzt rein. Mal gucken, ob ich das so fein machen kann, dass wirklich nur eine Prise rauskommt. So. So, jetzt kommt das Ei und das finde ich immer im Prozess des Backens am herausforderndsten. Mal gucken, ob es klappt. Aber es ist keine Schale mit reingekommen. Sehr schön. So, dann geht es jetzt ums Vermixen. Hier nehme ich zunächst mal meine linke Hand und halte die Schüssel mit der rechten Hand fest. Das Ganze geht aber inzwischen eben auch andersrum. Jetzt kommt die Butter. Eine friemelige Angelegenheit. Schön viel Arbeit. War etwas schwierig, aber es geht. Auch das Kneten ist ein richtig gutes Training. So, fertig ist der Teig. So, jetzt wird der Teig ausgerollt. Erstmal ein bisschen platt gedrückt. Jetzt geht's ans Plätzchenstechen. Und das geht schon ganz gut mit meiner rechten Hand.
Jetzt noch ein bisschen Deko. So, die Plätzchen sind fertig und können in den Ofen. Da sind sie. Ja, die Plätzchen sind fertig. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch ganz schön anstrengend für meine rechte Hand. Aber es hat das meiste richtig gut funktioniert. Nutzt das Ganze selber auch für dich als Training, besonders für die Feinmotorik. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schreibe gerne mal in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, ob du öfter backst und das als Training nutzt. Ich freue mich drauf. Wie immer gilt, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei jetzt wie immer ganz, ganz viel Erfolg. Tschüss, Daumen nach oben, wenn dir das hier gefallen hat.